Edward Billy Meyer. At the young age of 5 years, Billy Meyer had a contact presaging later experiences that would influence and control his life forever. Billy Meyer was destined to become the principal player in one of the most extensive series of documented unearthly contacts on record. That experience left the small boy confused, but not frightened. His first mentor, Seth, was assigned to begin his education and preparation for later contacts. As part of a spiritually involved family, he turned to the priest of his village. Surprisingly, the man was understanding and believed the boy, cautioning him that it was a most important event for the future. But it was not until he was in his 20s that Meyer had another contact, and several more years would pass before his long association with Pleiadian culture would continue in earnest. In the intervening years, Edward Meyer was contacted by Ascot, a female Lyrian assigned to continue his training, who transported him in past and future time and about the world. At other times, he worked in a gravel pit. He worked as a bird breeder, an iron layer, and a night watchman. He travelled to India, working at his trades there. Returning home from India during 1965, his left arm was severed just above the elbow in a Turkish bus accident. The outlook for the future was not bright for a man with limited skills and a severe physical handicap. But this meant nothing to his Greek girlfriend, Calliope. Denied permission to wed by her family, the two ran off to marry and moved to Switzerland. By 1973, when they moved into a farmhouse on the edge of Hinwil, southeast of Zurich, the family included three small children. Here began Edward Billy Meyer's great adventure. For more than a decade to come, he would be in constant contact with the Pleiadians. His new teacher, Semyasi, had carefully studied Meyer from afar for about 10 years. Now she came forward with more information and provided the hard evidence with which he could prove his case. He would amass hundreds of remarkably clear photographs of their spacecraft, including 8mm motion picture film of a craft in flight. In spite of the derision, ridicule, and attempts on his life, Meyer never faltered. He couldn't. He was learning about a great non-Earth culture, its philosophy and its principles. He was being handed the benefits of lessons learned in societies far advanced over our own. Throughout this time, he made written notes on each contact. Over 2,500 pages of material, plus still photographs, motion picture film, and metal samples, support his story. This narrative recording tells Edward Billy Meyer's story firsthand. In his own words, he tells about contacts and passes to us the lessons to be learned from his Pleiadian teachers. This is a startling report. Much of the information is so detailed and so complex that there is no way Edward Meyer could have learned it by any other means. This case has been investigated by experts from many parts of the world. Meyer's documented contacts have never been proven to be untrue, and those who persist in denigrating him have never really investigated the case. They have not been there. They haven't seen the evidence. However, all other known contactees accept the Meyer case as truth. Once you have heard Billy Meyer recite his experiences in his own voice, you will listen to him again and again. Only then will you be able to decide. Billy, could you state for us that that all of these contacts actually truly happened? Ja, wie soll man echt da eine Antwort geben? Handfeste Beweise existieren nicht dafür. Was wir haben, das sind fotografische Beweise, das kann man nicht als handfest bezeichnen, oder? Denn das, was gesehen worden ist von den Leuten, nicht nur aus unserer Gruppe, sondern auch ein Haufen andere Leute, was gehört worden ist, was eben beobachtet worden ist und alles das, das ist eigentlich das Einzige, was wir haben als Beweis. Oder für die Existenz von dem Schiff, für die Existenz von den Menschen, die herkommen. Von anderen Gestirnen und so.
He says, we don't have any solid or close at hand facts to explain that the UFOs have come to us, but there are experiences of different people from many people have seen something and experienced something. That's the proof that exists. Oder zum Beispiel auch, was wir bekommen haben, Metallkristalle, die in Amerika untersucht worden sind, wo ich einen Wendel mitgegeben habe, wo es einen Marcel Vogel gegeben haben zum Untersuchen, wo er festgestellt hat, dass es praktisch gar nicht von der Erde kann sein kann, anhand von der Analyse. There were some crystals and metal samples that were given to Wendell Stevens and were examined by Marcel Vogel at IBM, and the effect was, or the conclusion, that these specimens weren't of earthly origin and couldn't be made with the technology of then. Billy, why do you suppose that so many people did not believe in this case? In Bezug auf das mache ich mir keine Gedanken. Ich tue mich nicht ärgern deswegen. Ich tue mich nicht freuen deswegen. Es ist ganz einfach so, dass ich die Sache so nehme, wie sie an mich herkommt. Und das einmal kannst du übersetzen. Yeah. He doesn't get angry about it, he doesn't have joy. He only does let the this neutral an mich herkommt. Thing come to him and look at it neutral, in a neutral way. Ein neutraler Weg, anschauen. Billy, what was the purpose of the overall mission? What purpose did the Pleiadians have in contacting you and going through this whole mission? Ja, die eigentliche maßgebende Sache ist die, dass der Mensch die alte Lehre, die alte Philosophie, die ausgeht von der Schöpfung, wieder soll erlernen. Wodurch der Mensch zu sich selber findet, wodurch der Mensch die eigene Verantwortung wahrnimmt und die eigene Verantwortung tut ausleben und nach der tut leben. The basic thing is that the earth human lives according to the creation, and that he lives according to creation. Ja. Was ist das andere noch? Ja, eben, dass aus dieser Philosophie heraus, das ist die Schöpfungsphilosophie, dass aus deren heraus der Mensch die eigene Verantwortung kennenlernen tut, und die anfängt ausleben, nach der tut leben, in sich selber und sowohl auch nach außen. That he learns, the earth human learns to get to know his responsibility and to live his responsibility towards outwards and inwards. So that the earth human understands their responsibility towards their self and creation. Yes. Mm-hmm. Billy, is there any different message now, here in this time? What kind of different message you mean?
we're we seem to be in a time of change going into the year 2000. Has the message changed in the last 20, 30 years? Is it not? Die Lehre oder Botschaft ist immer die gleiche. Über Jahrtausende hinweg, über die gesamte Allgrosszeit, über die gesamte Existenz vom Leben, von der Schöpfung hinweg, ist die Lehre oder die Botschaft immer ein und dieselbe. Die tut sich nie ändern. The teaching and the message is always the same from the beginning, all the time that the life is existing from the beginning, not only for 1,000 years or 2,000 years, but always. Das Einzige, was da wird, die Lehre wird immer einem neuen Verständnis und der neuen Sprache angepasst. The only thing that is new is that the message or the teaching is accommodated to the new ways of thinking, of knowledge of the people. The new times. The new times, yes. Ja, und das Verständnis, fürs neue Verständnis. And the new understanding. Und Folge dessen kommt auch immer mehr Wissen dazu, wo mehr Wissen kann freigegeben werden für den Mensch, wo eben mehr Verständnis aufbringt. Out of it follows that the more people know, the more they can get new knowledge. They are able to comprehend more things, more knowledge. Okay. What do you see happening here on Earth in the next 10 to 20 years? What type of change will we go through as a people, as a planet, in the next 10 to 20 years? Yeah. Das ist schwierig. Voraussagen sind einfach die, dass gegenwärtig eine Phase ist, wo der Mensch denkt, wo der Mensch sich bemüht, um Liebe zu schaffen, um Frieden zu schaffen, um Wissen zu schaffen und auch nach dem zu leben. Dem gegenübergesetzt ist aber das, wo ausdrücklich sind, wie zum Beispiel Präsidenten von Ländern, wo untergründig, nicht offiziell, aber eben untergründig sich bemüht tun, dem entgegenzuschaffen, dass der Mensch eben frei wird und in Freiheit und Liebe leben kann. That's a bit hard to say. On one hand, there are efforts of the people to think and act for love and peace. There is a change going, and on the other hand, there are presidents of some states, of some nations, who are not openly, but undercover, or how shall I say, underground, are striving for keeping the people down, not let them evolve to peace or love. Billy, why would some leaders on the planet keep the information down? Weil die Herrscher oder die Präsidenten oder Diktatoren oder was es dann eben ist, machtgierig sind. Weil sie Macht wollen ausleben, Macht bei sich wollen behalten und in ihren Kreisen. Oder? Dann, ja, tu doch mal das zuerst erzählen. That's because those rulers or dictators or presidents, they want to keep the power by themselves, they want to use the power. Yes. Und in ihren Kreisen auch. And leave them or use it in their circles.
Und es ist eben das, sie befürchtet allesamt, und das eben mit Recht, dass wenn das Volk, das gemeine Volk, mehr Wissen kriegt, eben dadurch auch machtvoller wird und sich einfach das nicht mehr gefallen lässt, was bisher tagtäglich gemacht worden ist auf dieser Welt, seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden, dass die Regierung eigentlich Macht hat über das Volk. Denn wenn das Volk mehr Wissen kriegt, dann kriegt es auch Macht, um selber zu bestimmen. Und dann ist die Regierung plötzlich auf dem gleichen Niveau wie das Volk selber. Das heisst, die Regierung hat nicht mehr Recht, als das Volk auch hat. Ja, das afraid they have, it's correct that they have, are afraid of the people, because a people gets to know more, or gets more knowledge, then the people as a whole have more power, because knowledge is power. And they won't accept everything from their government, all that the governors tell or speak to them. And the government gets down to the same level as the people. And they are afraid of this. Ja, und die Regierung hat dann eben nicht mehr Recht als Volk selber auch. Yes, and the government hasn't more rights than the people anymore, or any longer. Mm-hmm. Will we have help from the Pleiadians in our future evolution? Nein, eindeutig no. No. That was pretty quick. Well, have we had help? You know, ich muss das selber mal sagen. You know, because each human is responsible for himself, for his doing everywhere, every when, always only for himself, and, wie soll ich das sagen, ja, das ist problematisch. It's a problem to tell you what I mean. Ich kann das nicht zum Ausdruck bringen, weißt? Wenn der Mensch seine Verantwortung tragen tut, dann tut er zugleich die Verantwortung von der Schöpfung in sich aufnehmen und ausleben. If a human being takes up the responsibility, then actually he, at the same time, he bears the responsibility of creation. He takes it up within himself. Ja, das ist nicht das, was ich will sagen. That's not actually what he wants to say. Oh, cut one. To the creation is responsible for all the creation she has done. And if there is a human who has to be responsible for himself, he too have to be was heißt verantwortlich? Responsible. Ja, nicht das Wort. Zuständig. Is entitled to. Ich muss es irgendwie anders sagen. And then to the human is a part of the creation herself, and he is carry
the same responsibility what has the creation herself. And this he has to bring out to the world and to his life inside and outside together with the responsibility of himself. I don't know if you understand. It's a little difficult to explain. So in other words, men and women are to proceed as if limits to their ability did not exist. We are all collaborators in creation. Yeah. That's right. That's the meaning. We're getting the hang of it, huh? I guess what we'd like to understand... Go ahead. You know, the... Was meinst? Finnish. Oh, good. Oh, the whole and most important thing who has the human is his knowledge. The knowledge out of himself, not knowledge what he can get by teachings in the school and by books and all this. He has to build up the knowledge by himself together with his responsibility for the whole life, for laws and everything what's happened in the whole universe. And the made out of this knowledge will be peace and freedom and love and wisdom. There are, it seems here on the planet now, there are hundreds of different religions. Yep. Hundreds of different religions. In the United States alone, there are hundreds of different religions, India, all the whole world. What will happen to all these religions in the future? How will they evolve now to oneness? How will that happen? Die Religionen werden eines Tages oder werden eines Tages vollkommen verschwinden. Denn es sind so viel differierte Meinungen von diesen Religionen, dass es niemals auf einen Nenner gebracht werden kann. Someday all the religions will vanish, because there are so many differences between every kind of religion that they can never be put together as a whole thing. You know, there never can be one level. It's impossible. Es sind so einen Haufen Meinungen, so einen Haufen Richtlinien, die unter anderem eben auch falsch sind, oder? Dass es nie einen Nenner kann ergeben. There are so many forms of ways of thinking or assumptions that they can never be reach one level. Billy, in the past, have the Pleiadians assisted, in let's say the 1900s, have they assisted with some of our problems like air pollution, the hole over the ozone, in the ozone and the atmosphere, have they assisted in any way in helping us? Nein, die haben die einzige Hilfe, die sie uns geben, auf dem Gebiet, dass sie uns die Lehre geben, wo der Mensch selber muss lernen daraus. Alles andere, wenn sie uns würden können helfen, wäre völlig nutzlos, denn der Mensch würde daraus nichts lernen. Er lernt nur durch das, dass er selber denken, selber fühlen, selber handeln tut und daraus einen Erfolg zeitigen kann. Und dann macht er die Erfahrung und nur das ist nutzvoll. Wenn man irgendeinem Mensch einfach so helfen würde, dass man würde sagen, ja, schau, ihr habt jetzt hier eine grosse Technik und so müsst ihr eure Probleme beheben, mit dem tut das nicht lernen. Er tut es nur lernen aus der eigenen Erfahrung und die basiert wieder auf dem eigenen Denken und eigenen Handeln. Pleiadians do not help us in anything
They only give us teaching, they give us knowledge, but the earth human must think and feel and act by himself, because if he doesn't do this, he won't learn anything. He must learn everything and acting everything out of himself, of his after a learning process by himself. If we were coming to a point of nuclear holocaust, would either the Pleiadians or some other extraterrestrial race get involved and stop it? No. No. Okay. Dann, der Erdenmensch ist für alles, was immer macht, denkt, fühlt, handelt und so weiter, immer absolut selbstverantwortlich, genau wie jede andere Lebensform auch, ob es jetzt da auf der Erde ist oder auf anderen Gestirnen, auf anderen Planeten ist. Die Lebensform ist immer für sich selber verantwortlich, für alles, was sie denkt, fühlt und handelt und so weiter. Die living form, human being, is responsible for all his thinking, acting, feeling, be it here on Earth or on another planet. That means that they won't interfere in any kind. Und wir auf der Erde haben den genau gleichen Werdegang wie Menschen auf anderen Gestirnen auch. Sag das einmal. We on Earth, the people, have the same kind of progress like on any other planet. Progress upwards, an evolution. Und wenn auf anderen Gestirnen irgendwelche Prozesse stattfinden, dann sind auch dort Menschen für alles, was sie handeln und was aus diesen Handlungen heraus entsteht, an Erfolg oder Misserfolg, immer selbst verantwortlich. And in other planets as well, the people there are responsible from everything that comes out of their actions. Be it good or bad. Es ist ja kein lieber Gott da, wo ein Mensch die Verantwortung abnimmt. There's no holy God or good God who takes off responsibility from the earth people. Die kann der Mensch nur immer selber tragen. That can only and always be bared, born. Born by the earth people himself, mm-hmm. That responsibility. In many parts of the world, they read about revelations. They read about an antichrist coming, mm-hmm. A man that will have powers that will be working for the so-called the dark side, the devil, a Satan. Is this a true thing? Die Prophezeiung ist ganz einfach falsch verstanden worden. This prophecy has been falsely understood. Und zwar aus dem Grund aus, weil so und so viele Religionen, im Hauptsächlichen eben das Christentum, die das Recht gemünzt hat, damit sie in ihre Religion hineinpassen tut. Many religions and in particular the Christianity have changed this prophecy to their own gain, for their own gain. Das Problem ist das, es gibt Menschen, wo in dem Rahmen von dieser Bezeichnung Antichrist auftreten tun. There are people who appear within this explanation or with this name of Antichrist. Sie sind aber nicht der springende Punkt vom Ganzen. The springing point of the whole thing. Mm. Dann der springende Punkt ist etwas ganz anderes. Because the springing point is something quite different. Dann
der ist das Denken, Handeln und Fühlen vom Mensch. Because this spring point is the thinking, feeling and acting of the human being. Das heisst also, es ist der innere Zustand vom Mensch, wo muss als Antichrist bezeichnet werden, wie er aus den Prophetien rauskommt. That means it is the inner state of the human being that must be named as the Antichrist. Im Zusammenhang mit der Politik. In a connection with politics. Und mit der ganzen Umweltzerstörung. And with the whole destruction of the environment. Und mit den ganzen Zusammenhängen, die aus allem zusammen raus resultieren. With all the connections that result out of all the connections. Wie zum Beispiel Überbevölkerung. Like for instance the overpopulation. Dann Energieknappheit, Hungersnot. Energy shortage. Famine, Hunger. Katastrophen, Naturkatastrophen. Nature catastrophes. Dann Epidemien, Krankheiten. Epidemics. Diseases, yep. Yes. But these things are happening now. There are famines, energy shortages, there's a nuclear problem. Ja, wir dürfen also ruhig sagen, der Antichrist, der schlägt bereits zu. We can say that Antichrist is now striking at present. The Antichrist is now striking, however, in your opinion, the Antichrist comes from within man? Yeah, yeah. Within man. That's not a single person. It's a whole dark force effort. Yeah. So in other words, each individual has the choice to decide if they wish to favor the dark side or favor the light side. Yeah, yeah. And this is the balance, yeah. The constant struggle. Yeah. Would be the end of the world. Mm-hmm. Their thought is that the Antichrist will take over, there'll be a big war, and there'll be an end of time, since we know it, an end of this civilization. Do you think that that's a possibility in the near future? Die Möglichkeit besteht immer, die hat auch früher bestanden und die wird noch sehr lang in Zukunft bestehen. Es fragt sich ja immer, wie das der Mensch umgeht mit seinem Verstand und mit seiner Vernunft. This possibility is existing now. It has ever existed and will exist for many, many years. It's a question of how the people behave. Und was noch zu sagen ist dazu, es muss ja nicht unbedingt etwas sein, was der Mensch selber auslösen tut, wie zum Beispiel ein Krieg, oder, wo weltvernichtend wurde. Es kann zum Beispiel auch eine Seuche sein. Oder es können natürliche Katastrophen sein, wo jedoch der Mensch immer die Schuld trägt. There mustn't be the human beings to start this. It can be a disease, or it can be a nature catastrophe to start everything. Eben, wobei aber der Mensch immer der Urheber ist davon. But man is always the originator of this. Of the disease or the nature catastrophe. Oh, okay, so let's give an example. For instance, today in the world we have a new epidemic called the AIDS disease. Yeah, yeah. Billy, is this AIDS disease, is this a man-made disease, but did scientists make this disease, or did this disease evolve another way? Das ist es made out von Menschen. Und zwar sind das Homosexuelle gsi, homosexuelle Sodomisten. Oder? Ja. Wo sich eingelassen haben, was jetzt verbreitet worden ist auf die Welt mit Meerkatzen, das ist eine Affenart. Und der Ausgangspunkt, wo es dann angefangen hat, um die Welt herumzugreifen,
das ist dann Haiti gsi. The origin of the AIDS disease was was practice of a homosexual or sodomistic practice in Africa with long tail monkeys, and then from there it spread to Haiti, where the effective starting or the spreading of this disease had its origin. Oder und zum Beispiel das AIDS, das könnte jetzt auch etwas sein, wo man könnte sagen, das ist unter der Bezeichnung Antichrist, wo es rund um die Welt um ein Opfer fordert tut, oder wo eben eine Seuche existiert, wo du auch kannst als Weltenbrand bezeichnen, genauso wie ein Weltkrieg zum Beispiel. Es ist etwas, wo weltumfassend ist, und alles, was weltumfassend ist, wird als Weltenbrand bezeichnet, wenn es eine negative Wirkung hat. One can say that the AIDS is a form of Antichrist, because everything that is in a negative way is covering all around the globe, all around the earth. That is a form of, we call this in German Weltenbrand, it's a burning of the world. Not with flames, but like a war. Like a world war, yes. A form of a world war, but not with armament, with weapons, but with in a different way. Spiritual sense, huh? Not spiritual sense, oder? Ja, kannst nicht direkt sagen, nein, es ist eben mehr, wie heisst Bewusstsein? Das Bewusstsein beeinträchtigend und Psyche beeinträchtigend. Und den Körper beeinträchtigend. Yeah, it's hindering the psyche and the consciousness. And the physical body too. Physical body. Mm-hmm. Okay. What was the overall purpose of the Pleiadians contacting you? What purpose did they have in mind for this mission? What was the overall purpose? Der Grund ist ja eigentlich der, dass sie sich verpflichtet fühlen, einem Erdenmensch die Lehre vom Geist, die Lehre vom wirklichen Leben im Zusammenhang mit der gesamten diesbezüglichen Philosophie wiederzubringen, wo ihre direkten Vorfahren, also die indirekten Vorfahren der Erdenmenschen, kaputt gemacht haben, falsche Lehren gebracht haben, wo Religionen daraus entstanden ist, wo Mord und Totschlag und Krieg und Krankheit und alles daraus entstanden ist, wo ihre Vorfahren, ihre direkten Vorfahren schuld daran sind, dass es diese Misere hat können geben auf dieser Erdenwelt. Das ist eigentlich ihre wirkliche Grund, warum dass sie herkommen, warum dass das zu ihrer Mission worden ist. They feel obliged to bring back the earth people, the teachings of the creation, the teachings of wisdom, teaching of truth, because our indirect ancestors who came from outside the earth, because they were teaching the people many things out of which were the origin of our religions today. And they want to correct this thing, to bring back the truth. Und zwar eben nur auf dem Weg, dass den Menschen die Lehre neu gebracht werden, wo der Mensch damit selber muss arbeiten, die Worte in sich muss finden und aufbauen und dementsprechend Verantwortung erkennen und die Verantwortung anfangen ausleben. Ja, and the purpose is that the Earth human gets to know these teachings,
He has to take them in. They have to transform it, to use it, and out of it take up his responsibility for his thinking, acting, and feeling. Billy, can you explain to us the purpose of the Sannyasi Silver Star Center? And how did it get started? Ja, eben, da kennst ja du eigentlich die Geschichte von Grund auf, wie das gegangen ist, das könntest du mal erzählen. Es ist halt ein bisschen eine lange Geschichte. Yes, Ich meine, wir müssen ja nur dort anfangen, wo wir da jetzt in dieser Zeit angefangen haben, da oben, wie wir dazugekommen sind. Das, was zu früheren Zeiten war, ist früheren Jahrhundert und Jahrtausende, das ist ja nicht wichtig, oder? Das wurde ja auch nicht verstanden. Aber das, was eben da war, ist von 1977 an, wie wir dazugekommen sind, ich glaube, das solltest du ja wissen, das könntest du erzählen. Yes. This is written in the Sannyasi blocks, Sannyasi contact notes. It was in 1977 that this facility, this house here was bought, and the land around it, because before in Hinwil there wasn't any place. There were troubles with the neighbors, and with the government and everything. And this here is the base to for the teaching to spread around the earth. There must be somewhere a place where there is the basis. Central focus. Focus, yes, to start everything. And in this 13 years, everything was built up here, you see. All these trees are new. All the path here and the places, everything has evolved. Had to be built up by ourselves. Day and night there was work here done, many hours of work, and now that's the result what we did see today. What I guess we want to understand is what is the community here dedicated to get out the message? Ja. Eben, wir sind da, die Gemeinschaft ist aufgebaut zum Zweck, um die Lehre und die Botschaft in die Welt raus zu verbreiten. This community is here, does exist here, to distribute all the messages, all the books, all the teachings, all over the world. And how successful is this at this time? Ich möchte sagen, es ist sehr erfolgreich. Denn wir haben inzwischen praktisch kein Land mehr auf der Welt, wo nicht zumindest ein oder zwei Menschen von uns weiss oder unsere Schriften kennt oder Geschichte kennt und so weiter. Wo wir also können sagen, wir sind bereits so weit, dass man uns in der ganzen Welt umkennt und zumindest Geschichte in Bezug auf Plejadier, wenn auch nicht gerade Geisteslehre, so wenigstens doch bereits haben. Yeah, it's a quite a good success until now, because hardly every country, in every country on earth, there are in only two people or more who got to know anything from the mission, be it only the history of the Pleiadians, but or be it the spiritual things, but on quite all the around the earth there are. Is knowledge. The word has been spread. The word has been spread, yes, in a different
how shall I say it, not to the in the same extent. There are more Americans who know it than in Greenland or so, but hardly any country there is someone who knows anything. Und was also dann, was die Amerikaner vielleicht noch dürfte interessieren, oder auch Russland ist einbezogen drin. Mm-hmm. And even Russia is in this. Russland ist sogar ein Serenweg, da tun sie in der Schule, tun sie über unsere Sache bereits Vorträge halten an gewissen Orten. At certain places in Russia, there is even in school, there is a teaching to classes about our case. Very good. I think many people have read the contact notes. Mm. And some of them, while reading the contact notes, become very interested or become possessed. Mm-hmm. You know, the contact note seems to just really suck them in. Mm-hmm. Is it possible that there is a subliminal thought happening process, a subliminal mind exchanging happening, where it hooks the person, it touches their soul? Das ist eine Sache, die liegt in der Natur vom Mensch. Der eine Mensch, der strebt nach Macht, der andere Mensch, der will einfach gerade ein Mensch sein. Und aus diesen Sachen heraus, wo der Mensch diesbezüglich in sich hat, also Macht oder einfacher Mensch zu sein, ergibt sich dann auch, wo Menschen kommen, wenn sie irgendein etwas lesen, wie jetzt zum Beispiel Semjasa-Blöcke, wo es ihnen einfach wieder der Strich geht, dass jetzt ein anderer Mensch etwas hat, was sie nicht hat, was sie nicht haben. Wo sie dann irgendwie ihre Macht zum Ausdruck bringen, wenn dadurch ganz einfach sagen, ja, das ist nichts, das ist Mist, das ist Lug, das ist Betrug. Verstehst du? Mm-hmm. It's in the nature of the human being that he is caught either by the striving for power or the striving of being a human being. And if they read something like, for instance, in the Semyase contact notes, they can't accept that there is anything they don't know yet that is outside of their possibilities. Aber ich glaube, er hat gemeint, dass irgendwie einfach so etwas in diesen Text ist, wenn sie es lesen, dass sie irgendwie gefangen werden. Dabei. Ja, eben. Also irgendwie fast wie ein Code. So ja, von dem rede ich ja. Das liegt ja beim Mensch selber, je nachdem, wie er geartet ist, ob er geartet ist auf die Position raus, die er Macht will haben, oder ob er einfach ein normaler Mensch will sein. Mhm. Oder? Ja. That depends. Das ist ja genau das, was er eben ansprechen tut, wo er die Frage hat darauf, ob etwas da drin ist. Das, was drin liegt, das liegt beim Mensch selber. Mm. Oder es liegt nicht in den Kontaktnoten rein, oder in dem, was gesagt wird, sondern es liegt im Mensch selber. There doesn't lie anything in the contact notes, but that interest you spoke of, that being caught by this you read, that lies within you, within yourself. There are two ways. The one is to be a human being, striving for being a human being, and the other one is striving for power. Mm-hmm. Eben, und dann je nachdem, wie der betreffende Mensch, wo es dann liest, eben denken und fühlen tut, dementsprechend tut dann reagieren, das heisst, er tut dann die dementsprechenden Emotionen freilassen. Mm. Oder für oder wider. Yeah. According to the way of thinking and feeling of the people who reads this book, he
reacts accordingly. Mm. Oder? Moment. Ein normaler Mensch, wenn er ganz normal etwas tut, anschauen, betrachten oder lesen, dann ist er tolerant und lässt immer die Möglichkeit vom Möglichen eben bestehen. Der andere, der aber intolerant ist, der tut das sofort verneinen. Das heisst, er ist also auf eine Linie geartet, wo er machtgierig ist auf eine Art und Weise und diese Machtgier zum Ausdruck bringt, dadurch, dass er etwas einfach stur verneinen tut. A normal human being, if someone reads this book, he obviously it takes up all the possibilities of the text and lets open some possibilities, but then the ignorant, the intolerant one, if he reads this book, he closes himself against the possibilities that may be true. I understand that. I guess the thought is, is it true that a tonal language exists, a tonal language among all men, among communication, a tonal language? And is it possible that tonal language is in the contact notes? Dann, wenn die Berichte eingenommen werden, dann tue ich ja Symbol umwandeln und tue es in meiner Sprache wiedergeben. In der Sprache, die ich rede, im Hochdeutschen, tue ich es dann wiedergeben. Nach dem Symbol, wo in mich hinkommen. Oder ich tue ja nicht eine Kontaktnote schreiben während dem Reden, sondern ich kriege sie ja nachher hier telepathisch. Mhm. Oder? Und dann tue ich die Symbol umwandeln und tue dann in meiner Ausdrucksweise, in meiner Sprache, tue ich das dann niederschreiben. Es ist also nicht irgendwie eine andere Sprache drin oder irgendetwas, wo er meint zum Beispiel, dass irgendwelche Symbole drin hängen würden oder so, das ist also nicht der Fall. Denn es ist meine ureigenste Sprache, wo ich es dann niederschreibe. There are no symbols within the texts, because as Billy says, when he writes down contact notes, he receives the symbols transmitted, and then he translates these symbols in his own and individual way of writing and thinking and yes and but what speaking. I'm okay, yes, I understand. What I'm asking, is it possible that the phraseology of the words used? No, there is nothing. Okay. That's really my tongue. Your tongue, yes. Okay. No purpose behind with choosing some special words. Okay, I understand. I guess what I'm really trying to say, when you read books regarding either holy men or writings about Emmanuel or Jesus, there seems to be a certain way that the writing flows, you know, among certain holy men. And is it? Could it be true that method of communication has a hooking sensation? No. There is just nothing between the letters. Nothing. Straight. People would like to know, where is Semyasi today? Semyasi, die ist für die nächsten 70 Jahre im Dahl-Universum. Die kommt nicht daher, hat keinerlei Kontakte zur Erde, außer etwa Grüße via der Da oder Quetzal oder so. Ist also keinerlei Verbindung zur Erde mehr von den Semyasen aus. For the next 70 years, Semyasi is living in the Dal universe, and from there there are no contacts in any form with our universe, with our Earth, except some greetings via Pta or Quetzal or some other persons. Mm-hmm. Okay. Billy, in the contact notes,
You stated that you had gone back in time with Ascot to visit Germanuel. Sorry, just say that again. Okay. Billy, in the contact notes, you stated that you had traveled back in time to visit with Germanuel. What was his message? What did you talk about? Ja, das ist das Gleiche gewesen, was mir geredet haben, dort mal, was mir auch heute redet. Wir haben uns unterhalten über die Lehre, über die eigentliche Botschaft. Und andere Sachen ist nicht geredet worden. They were talking about the teachings, but not other kinds or other things like he is speaking of today, but only on the teachings. What can you tell us about Germanuel? What did he? Ja, dass er nicht das ist, was die Religion, die christliche Religion, ihn darstellen tut. Oder was christliche Sekten oder zum Beispiel der Islam im Sektentum auslassen tut, dass der Immanuel das in keiner Art und Weise war. Ich habe wohl verstanden, der Islam selber, der redet vom Immanuel nur als Prophet, was absolut in der Ordnung ist, aber es hat dann eben islamische Sekten, die ihn dann zu mehr machen wollen, oder zu etwas anderem, als was er war. Genauso wie die christliche Religion der Immanuel zu etwas machen will, was er nicht war, zu Gottes Sohn und seinige Blösch. He saw that also zu Gottes Sohn, in dem Sinn, wo Christen eben Gott als einen Schöpfer anschauen, verstehst du? Mm-hmm. He says that Immanuel was a different man than he was made, the religions made of him, the Islamic sects were making him. But he says that the Islam, the religion as such, he is treating him correctly, because the Islam says Immanuel was a prophet, and that's correct.